Ja, hallöchen Püppelchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaft Simulator 22. Und zwar, wir haben ja gestern richtig, richtig schön den Hof gebaut. Für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, wir können es ja nochmal an Lucky Lucky machen. Ah, hier bei meinem Charakter. Wir haben hier eine sehr schöne Halling gebaut, wo wir vieles reingestellt haben. Das zeige ich euch gleich, weil heute zeige ich euch den Fuhrpark. Dann ist das jetzt so gesehen grob fertig, dass wir auch arbeiten können. Wir haben hier unser Silo hingestellt, hier mit ein bisschen Grün gearbeitet. Hier haben wir die Traubenfabrik hingestellt, wo wir dann Saft machen können. Bald werden wir uns dieses Stückchen Land noch kaufen. Da kommt dann noch die Olivenfabrik hin. Dieses Feld, das gehört auch noch uns zum Bearbeiten. Hier haben wir ein Feld noch zum Bearbeiten. Hier hinten habe ich 5 Stränge mit Trauben gemacht und 5 Stränge mit Oliven. Des Weiteren haben wir das ganze Grundstück eingezäunt. Ja, hier müssen wir natürlich dann ein klein wenig mal aufpassen, dass man da nichts mit gegenschippert. Haus, ja. Und wie gesagt, wenn wir denn hier später dieses Stückchen Land noch gekauft haben, da kommt dann noch die Olivenfabrik hin und auch noch das ein oder andere Gewächshaus. So, aber jetzt sind wir bei dem Punkt, wo wir sagen können, okay, ne, ich habe auch schon ein paar Geräte gekauft, damit wir erstmal alles zum Start da haben und ordentlich arbeiten können. Ich habe diesbezüglich auch ein bisschen mit dem Kredit gearbeitet. Ihr seht, wir haben noch 453.000. Da muss ich allerdings noch ein bisschen Kohle zurückzahlen, weil wir haben einen Kredit genommen gehabt noch von 500.000. Ich hoffe natürlich, dass ich diesen Spielstand, ich habe mich schon schlau gemacht gehabt in der Steam Cloud, dass ich den mit rübernehmen kann, wenn ich dann jetzt die Tage bei meiner Freundin bin, um dann halt auch diesen Spielstand weiterzuspielen. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. So, und ich sag mal, wir haben jetzt noch, machen wir mal so, dass wir dann Kontostand 103.000 haben. Und obwohl könnten wir eigentlich auch noch zurückzahlen nochmal. Das war immer, ja, machen wir so, genau. Dann haben wir noch 53.000 und noch 100.000 Kredit. Das ist doch eigentlich, das ist okay. Kurzen Schluck aus der Suppelpulle. Und dann gehen wir mal ran und schauen mal, was wir alles gekauft haben. Fangen wir mal mit den kleinsten Pupsele an. Ich habe mir hier, ja, die Trommelage, genau, den Quick, genau, also den Quick Q7M geholt. Das ist der Frontlader mit einem Anbau, den Albut, also die Albut Palettengabel. Finde ich ganz geil, dass das unten rechts steht, um halt auch Paletten herzuholen später, Saatgut, Dünger etc. pp. Es kann sein, dass mir das ein oder andere Gerät noch fehlt. Ich glaube, ich brauche nämlich noch einen etwas kleineren Grubber, um da hinten gleich zu grubbern. Den werden wir uns dann aber die Tage holen, wenn wir es brauchen. So, den gehen wir mal weiter. Mähdrescher habe ich mir geholt gehabt, den John Deere, wie wir den auch schon den einen Tag hatten. Das ist der John Deere T560. Damit konnte man ganz gut arbeiten, glaube ich. Da ist so noch die runde Umleuchte. Den habe ich hier reingestellt, obwohl wir hier eigentlich die Werkstatt haben. Aber das ist ja eigentlich egal. So, dann haben wir hier noch die Nabi in 40 Bilger, keine Ahnung. Also das Untergestell hier für den John Deere 625X, also für das Schneidewerk. Den habe ich hier hinten, wie gesagt, in die Werkstatthalle geknattert. Man könnte jetzt hier natürlich auch klar reparieren, konfigurieren, aber nein. Das ist jetzt einfach nur als Platz gedacht für die für den Mähdrescher. So, dann haben wir hier die große Halle. Gehen wir mal hier durch. Ich habe mir als Anhänger geholt gehabt den Rudolf TDK 301 ERP. Einfach, ich finde zwar die mit der wie heißt das, mit der Gliedergabel, wollte ich gerade sagen. Finde ich zwar eigentlich schöner, aber mit dem ist dann doch ein bisschen besser zu arbeiten. Ich denke mal, zum Anfang wird der hier von Fassungsvermögen reichen. Später, irgendwann, braucht man natürlich einen größeren.
So, dann haben wir hier den Hardy Mercury 4000 Liter. Das ist die Feldspritze oder wo wir halt mit Düngen für die Oliven und auch für die Trauben. Kennzeichen, wie ihr seht, habe ich überall Bobby C1 hingeschrieben. Also da auf jeden Fall, wo es ging. Da wir natürlich mit diesen hier nicht unbedingt die Felder bedüngen können, habe ich mir dann noch den normalen, die normale Amazon ZATS 3200 geholt. Damit können wir die normalen Felder noch düngen. Das ist, glaube ich, mal ja ganz gut. Und das sind unsere zwei Düngergeräte. So. Ich habe mich zum Feldbestellen auch erstmal für die Kuhn Venta 4030 entschieden. Hier sind es 1800 Liter Saatgut drin. Ich glaube, da passen mehr rein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich habe den, glaube ich, wenn aber einfach nur nicht ganz voll gemacht. Ich gucke mal ganz kurz. Doch, 1800 Liter passen da rein, genau. Zum Anfang finde ich die jetzt nicht schlecht. Klar, da wird irgendwann später dann natürlich auch mal etwas Größeres kommen. So, hier haben wir jetzt den Grubber, den Lemken Smaragd 9500K. Den werden wir für die normale Feldarbeit benutzen, wie ich gerade schon gesagt habe. Es fehlt noch ein Grubber für die Trauben- und Olivenstränge. Dafür ist der definitiv zu breit. So, wir brauchen auf jeden Fall dann natürlich auch für die Trauben einen Mulcher. Und das ist eigentlich auch schon fast die Breite. Also ich habe mir wirklich alle drei Mulcher mal geholt und geschaut, mit welchem Mulcher kommen wir da durch. Und das ist wirklich der einzigste Mulcher, mit dem wir jetzt durch diese dünnen Stränge kommen. Das ist wirklich der kleinste, billigste, der TMC Kankela TPN 140. Wir können ja mal ganz kurz schauen. Wie gesagt, ich hatte mir wirklich... wo war denn das? Moment. Genau, ich hatte mir auch den hier angeschaut gehabt mit 2,20 Meter. Aber selbst das wäre zu breit, gewesen. Der hier so mit seinen 3 Meter und der hier... Ja, gut, da haben wir dann links und rechts natürlich noch ein bisschen frei. Und dementsprechend muss ich eigentlich auch sagen, wir dürfen eigentlich keinen Grubber später auch haben, der wirklich breiter ist als 2 Meter, muss man schon fast sagen. Da muss man echt schon sagen, ja, mit was grubbert man denn da überhaupt? Da habe ich jetzt noch nicht so die Lösung. Ja, entweder wir holen uns wirklich später dann hier so einen kleinen Flug. Oder wir müssen schauen, wie wir es dann machen. Oder man holt sich dann doch nochmal einen Tiefenlockerer mit 1,50 Meter. Das wäre vielleicht auch noch eine Maßnahme. Müssen wir dann mal schauen. Vielleicht aber auch... Ah, der hier mit 3 Meter, das geht glaube ich wieder nicht. Müssen wir dann mal schauen, wie wir denn da klarkommen. So, wenn die Trauben dann irgendwann abgeerntet sind, dann müssen wir natürlich auch die irgendwann schneiden. Dafür haben wir hier, da gibt es auch nur das eine Gerät, den Provitis MP122 OCEA. Ja, der ist dafür da, wenn die Trauben geerntet wurden und die Blätter dann irgendwann, auf Deutsch gesagt, verfaulen, dass man die dann damit zurückschneidet. So, für die Arbeit in den Trauben- und Olivenfeldern habe ich mir den Landini Rex 4 120 GT geholt. Da gab es ja auch noch den anderen hier von, wir können ja mal ganz kurz schauen, den Fendt 200V Vario. Ich habe mich aber für den Landini entschieden. Warum, weiß ich nicht. Er ist blau, ich finde ihn schöner. Kriegt man auch von der PS-Zahl eigentlich gleich genauso hoch wie der. Der hat sogar ein bisschen mehr Spriteinlassung hier, wo ich gerade sagen, 80 Liter Sprit. Weiß nicht warum, ich denke mal, den Fendt werden bestimmt viele fahren. Deswegen habe ich mich für diesen entschieden. So, das sind die Geräte, die wir hier drin haben. Wie gesagt, grober müssen wir noch schauen, mit welchem wir da durchkommen. Das muss ich dann nochmal individuell ja, mir durch den Kopf gleiten lassen. So, hier habe ich mir so überlegt gehabt in der Halle. Da könnt ihr schon ein bisschen was sehen. Hier werden wir dann auf jeden Fall später auch die Saatgutdinger einpacken. Düngerpaletten vielleicht auch später nochmal. Ballentechnik müssen wir mal schauen. So, für die Oliven brauchen wir ja einen separaten... Ne, für die Trauben brauchen wir, glaube ich, einen Hänger. Ich glaube, das hat die nie. Ich glaube, Oliven oder die Trauben. Ich weiß jetzt nicht, welches. Da brauchte man einen speziellen Hänger für. Ich glaube, das waren die Trauben. Ich glaube, die Trauben gingen nur in so einen Hänger rein.
Und die Oliven, glaube ich, passten in, bin ich der Meinung, in alle rein. Wir können ja mal ganz kurz schauen. Zap, zap, ja, genau. Oliven gingen in den normalen Hänger rein, aber Trauben passen nicht in einen normalen Hänger rein. Deswegen mussten wir, kann ich den hier gar nicht sehen. Wieso sehe ich denn den hier jetzt nicht? Ja, das ist ja jetzt eine Kunst. Er ist auf jeden Fall bei uns im Besitz, aber ich sehe ihn hier gerade nicht. Er kann sein, dass er irgendwo noch mit. Ah, hier ist er noch mit drunter. Und der ist halt extra für Trauben gedacht, genau. So. Wie gesagt, der Fuhrmann MRWK 6000, der fasst jetzt zwar nicht so viel Liter. Jetzt muss ich nochmal selber nochmal ganz schnell schauen, wie viel der fasst. 6 Kubikmeter, aber ich denke mal, für das, was wir da haben, reicht es. Und die Traumfabrik ist ja auch gleich. Nehmen an, das passt. So, als Trecker, als Hoftraktor habe ich mich für den Deutz-Fahr 7250 TDV HD, die in der Warrior Edition entschieden. Fand ich schon im LS19 gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir sehr gut. Auch wieder mit dem Kennzeichen. So, für die Oliven gibt es natürlich nicht so viele Varianten. Den New Holland Braut 9090X Olive, den werden wir dann nehmen, um die Oliven zu ernten. Und rechts daneben haben wir dann noch, last but not least, den New Holland Braut 9070L für die Weintrauben. Ja, das ist jetzt mein Fuhrpark, wie gesagt, mit den Grubber müssen wir echt nochmal schauen. Wie gesagt, hier ist die Olivenfabrik. Da freue ich mich schon drauf. Wir werden natürlich noch das eine oder andere brauchen. Hier werden jetzt bestimmt die Paletten kommen mit dem Saft. Die müssen wir dann natürlich auch noch irgendwo raufstapeln. Da brauchen wir natürlich auch noch ein Fahrzeug. Ich muss dann echt mal schauen, wie breit das hier wirklich ist. Ob wir hier mit einem tiefen Lockerer durchkommen. Es ist auf jeden Fall sehr eng. Habe ich natürlich sehr eng gemacht. Läuft. Ist aber okay. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu eng gemacht. Wir können ja mal ganz kurz den einen kleinen Test machen. Mit diesen schicken Fahrzeugen, obwohl du durchkommst mit dem Hänger, nicht, dass ich die zu dicht gemacht habe. Es wäre jetzt natürlich wenn auch kontraproduktiv. Aber mit denen kommen wir auf jeden Fall durch und breiter als der Hänger dürfte das denn, wenn eh nie sein. So, wir fahren mal ganz kurz durch eine Bahn durch und düngen die einfach schon mal. Einfach mal zu gucken, ob wir da überhaupt durchkommen. Aber ich glaube, damit kommen wir durch. Und dann ist aber halt die Frage, ja, was für Tiefenlocker. Genau, damit kommen wir durch. Perfekt. Das passt. Wie gesagt, da müssen wir halt einfach Tiefenlockerer kaufen, um zu schauen, was geht da überhaupt rein. Ja, ich würde mal sagen, das war es dann auch schon für heute. Heute eine etwas kürzere Folge. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welcher Tag heute ist. Das müsste jetzt heute Dienstag sein. Ich glaube, es ist heute Dienstag. Morgen kommt dann wieder eine längere Folge, wo wir dann auch die ersten Arbeiten begehen. Wir können ja schon mal schauen, was wir dann überhaupt machen müssen. Da haben wir ja die Felder. Wir müssen auf jeden Fall ganz klar die beiden Felder müssen wir natürlich noch abernten. Aber das werde ich aber immer von Tag zu Tag machen, damit wir ein, zwei, drei haben. Weil ihr wisst ja, dass das immer so um die 4 Tage dauert, bis irgendetwas gewachsen ist. Und ja, wir haben jetzt zwar eigentlich auch noch, na gut, geflügt habe ich aus und Kalk habe ich, glaube ich, auch aus. So, da seht ihr, hier muss gedüngt werden. Unkraut, habe ich Unkraut eigentlich angelassen? Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Unkraut angelassen habe. Ich habe nämlich sehr viel erstmal ausgemacht, damit wir erstmal ein bisschen zocken können. Fruchtzerstörung aus, Flügen habe ich aus, Lesestand habe ich aus, Kalken habe ich noch. Okay, wir müssen noch was für Kalken haben und Unkraut habe ich auch aus. Okay, also wir haben nur Kalken an. Das bedeutet, dass wir dann auch noch einen Kalker brauchen. Unkraut dann so gesehen auch aus. Okay. Sollte man vielleicht trotzdem einmal machen. Ich werde die Steine und auch das Unkraut natürlich noch mit anschalten. Aber erstmal, damit wir ein bisschen reinkommen. Das heißt, die Stränge hier müssen noch gedüngt werden. Hier müssen wir eigentlich noch einmal düngen. Aber das werden wir dann morgen machen. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dürft ihr dies natürlich gerne tun. Würde mich freuen. Auch über ein Däumchen nach oben wäre ein Träumchen. Wie gesagt, ich bedanke mich. Ich bin raus und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.